Eiersalat mit Speck. Hallo zusammen, heute machen wir einen Eiersalat. Ich mache ihn zusätzlich noch mit Speck. Den Speck könnt ihr wegladen, dann habt ihr einfach einen gewöhnlichen Eiersalat. Für die Soße nehme ich 250 Gramm Mayonnaise, die wird bei mir recht mastig. Dann nehme ich 4 Esslöffel Apfelessig. Ich finde es spannend, ich habe gerade Dings gelesen, hier seit 1969 Pommel Apfelessig mit Honig, Molken und Kräuter. Ich habe den erst vor etwa einem Monat eineinhalb entdeckt. Und muss sagen, der ist wirklich wahnsinnig fein. Eben 4 Esslöffel dazu. Dann würzen. Du nimmst mit dem Schnittkitzel von Bündli Gewürz. Das ist ein kleiner Aromatersatz. Ohne Glutamat und Zusatzstoff. Und natürlich das Matschi kommt noch rein. Alles gut verrühren. Der nächste Schritt ist wie gesagt optional. Ich nehme jetzt 200 Gramm Frühstücksspeck, Bratspeck ist das gleiche. Du da ein dickere Streifen schneiden und in der Bratpfanne ohne Zugabe von Fett knusprig braten. Dann lassen wir den Speck auskühlen. Dann haben wir 12 hergekochte Eier. Natürlich selber hergekocht. Man kann sie natürlich aber auch kaufen. Dann haben wir das Eigelb vom Eiweiß trennen. Das Eiweiß grob hacken. Das Eigelb geben wir direkt in die Soße. Dann nehme ich eine Gabel. Und tue es richtig schön vermusen. Dann geben wir das Eiweiß dazu. Die, die sich für die Variante mit Speck entscheiden, den Speck. Und dann ein optional ein bisschen Schnittlauch. Oder ich nehme ein bisschen Matschikraut, weil ich gerade habe im Garten. Ich finde das noch wunderbar vom Aroma her. Nehme ich aber nicht zu viel, weil es soll den Geschmack nicht übertönen. Also eine schöne Studie voll Hacken rein. Oder eben ein Schnittlauch, Peterli kann man auch. Und alles gut untereinander machen. Ich stelle es jetzt gerne noch eine Stunde in den Kühlschrank, dass es richtig schön durchzieht. Dann wäre fertig unser Eiersalat mit Speck. Ich wünsche einen guten Zusammenhang.